Hallo zusammen, hier ist Ernst von Giga. Heute mal ein stark wenig verschnupft, deswegen ist auch unser JFK Tech Podcast ausgefallen. Was ich mir aber nicht entgehen lassen möchte, ist ein Unboxing von diesem Prachtstück hier. Ihr seht das schon hier, HTC hat mir ein Gerät zugeschickt, auch wenn ich nicht wirklich Jans, sondern eher Jens heiße, aber das ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, was hier drin ist und ich ahne schon, was uns hier gleich erwarten wird. Und zwar da, ein Paket. Na gut, das Paket brauche ich nicht so. Man sieht immer noch nicht, was es für ein Gerät ist. Wunderbar. Da haben wir es. Eine Sample Unit, also nicht das originale Unboxing. Schade. Ich hätte gern gewusst, wie das Original aussieht. Aber nicht so wichtig, denn es geht ja um das Gerät. Eine HTC One haben wir hier. Ja, absolut. Sehr gut. Hier haben wir noch eine kleine, aber feine Anleitung, wie das Ding funktioniert. Sehr gut, brauche ich. Ich habe nämlich gerade mein Galaxy S3 abgegeben. So. Da ist es. Unser HTC One Testgerät. Direkt von HTC. Besten Dank an dieser Stelle. Machen wir auch gleich mal hier alles rein, was reingehört. So. Ich will auch gar nicht so viel reden, weil es Reden halt sehr anstrengend ist mit einer komplett zu Nase. Also, Micro-SIM ist schon mal drin. Mit einem Micro-SIM oder einem anderen SIM-Adapter geht das auch wunderbar. Das HTC One habe ich euch schon in einem Hands-On gezeigt, wie es aussieht, was es kann und warum ich es ganz, ganz toll finde. Jetzt werde ich es erstmal auspacken und ganz, ganz doll viel testen. Bitte schreibt unten in die Kommentare all eure Fragen zu dem Gerät rein, womit ich es vergleichen soll, mit welchen Apps ich es testen soll, was für Videos ihr euch wünscht. Ich werde das Ding hier von oben bis unten für euch antesten und natürlich auch ein Beauty-Shot, also ein ganz, ganz tolles, sauberes und schönes Video von dem Gerät machen. Ja, ich mache es mal kurz mit euch zusammen noch an. Ganz interessant, es ist auch gar keine Kabel mit dabei, ne? Gar nichts. Nichts. Egal. Es ist eine HTC One. Es sieht immer noch so schön aus. Oh, und das ist laut. Meine Güte. Da ist es. Voller Akku. Und bereit, eingerichtet zu werden. Ich habe übrigens über die offizielle Internetseite das Ding auch schon eingerichtet. Ich packe mal kurz hier meinen PIN rein. Ich habe es über die Internetseite schon eingerichtet. Das heißt, würde ich mich jetzt mit meinem Facebook-Account anmelden, müsste er auch gleich alles übernehmen. Hier kann ich das Gerät entweder neu einrichten oder Inhalte übertragen und von der Map-Einrichtung übernehmen. Das ist schon mal sehr schön. Keine Internetverbindung möglich, warum nicht? Gut, da es mit den Mobildaten gerade nicht funktioniert, mache ich das einfach mal mit unserem WLAN. Dann verbinde ich mich mit unserem WLAN und melde mich bei Facebook an. Und wieder muss ich das Handy wegnehmen. Wut. So. Daten eingegeben. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja, weiter, weiter. Jetzt sollten all diese Daten übernommen werden, plus Dropbox. Das machen wir alles später. Ganz interessant. HTC Tell wird hier nochmal erwähnt, dass dies ein Testgerät ist. Also die Software auf diesem Smartphone ist definitiv oder auf diesem Gerät ist definitiv eine Testsoftware. Deshalb wird das hier auch automatisch aktiviert. Ha. Egal. Ich helfe gern. In der HTC Cloud kann sogar ein Backup vom Gerät, Einstellungen, Konten, Passwörter und Apps per WLAN gesichert werden. Schön.
Das Backup findet sogar auf Dropbox statt. So, mein Name ist. Ja, mein Name ist Jens Herford. So. Und damit ist das Setup durch. Natürlich habe ich ja auch Giga gleich mit aufgenommen. Da. Schöne Sache. So, das war mein Unboxing vom HTC One. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ganz unten, ganz wichtig, in die Kommentare reinschreiben, was ihr wollt, was ihr möchtet, was ihr euch wünscht. Und ich werde mich dann um alles Weitere kümmern. An dieser Stelle besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!